In der Chemie gibt es so viele tolle Auszubildende, die leisten so viel neben der Ausbildung im sozialen Bereich, bei Vereinen, bei Feuerwehren oder auch in der betrieblichen Vertretung, dass wir uns gesagt haben, diese Leute gehören ausgezeichnet und sie können stolz auf ihre Leistungen sein. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass es Ausgebildete sind, die gute Abschlussnoten haben, aber die Abschlussnoten sind eben nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist das Engagement darüber hinaus, freiwilliges Engagement, nicht vorgegeben von den Unternehmen, sondern aus eigener Initiative. Herzlichen Glückwunsch. Ein Top-Azubi ist sehr motiviert, fragt oft nach, wenn er mal was nicht verstanden hat, gibt es ja auch mal. Zeigt sehr viel Eigeninitiative, hilft auch anderen, wenn sie mal Probleme haben. Und ja, das zeichnet einen Top-Azubi aus. Wenn man ein gutes Arbeitsklima hat, geht man gern zur Arbeit. Und das, wenn man nicht gern zur Arbeit geht, dann gräbt es einen selber. Und man liefert einfach nicht die Leistung ab, die man selber abrufen könnte und die von einem erwartet wird. Und es macht auch einfach viel mehr Spaß, weil ohne Spaß ist es keine schöne Arbeit. Und die IHK hat uns gebeten, dort in diese Schule zu gehen, unseren Ausbildungsberuf vorzustellen, zu erklären, was verändert sich zwischen Schule und Ausbildung, wie verläuft so eine Ausbildung, sind wir glücklich in unserer Ausbildung, was für uns eine gute Entscheidung, und einfach den Schülern zur Seite zu stehen, ihnen die Frage zu beantworten, Angst zu nehmen vor Ausbildungen. Wir waren einfach da, um, so wie mein Beruf, der ja nicht so bekannt ist, vorzustellen, dass da auch mal den Schülern die Augen geöffnet werden, dass es ja auch noch was ganz anderes gibt, und einfach denen beratend zur Seite zu stehen. Ja, ich freue mich wirklich, vor allem weil die Bands richtig toll sind und das ist einfach auch im kleinen Rahmen und das ist schön gemütlich. Und von dem her finde ich eigentlich beide echt super und freue mich da riesig, dass ich dahin darf.